Herzlich willkommen zurück zu unserem Platin-Nuts-Log. Ich habe gerade echt so überlegt, Moment, wenn ich jetzt herzlich willkommen sage, ne? Ja. War das jetzt die Begrüßung, die ich für den Kanal hier immer benutze, oder war es die Begrüßung, die ich für den anderen Kanal immer benutze? Deswegen habe ich gerade erstmal so, hä? Ah ja, doch, ist noch was richtig. Ganz kurz gestoppt. Im letzten Part, falls ihr nicht gesehen habt, wir haben Zane verloren. An einen Crit. Aber wir haben zwei neue Mitglieder, die ich euch natürlich hier auch nochmal zeigen will. Wir haben Gandalf und Julia. Yay. Und durch Switch Training werde ich auf jeden Fall erstmal Gandalf. Kannst du mal ganz kurz nachgucken, wann sich Gandalf entwickelt und wann Gandalf andere Attacken erlernt? Moment. Entwickeln meine ich war auf Level 16 und das Wichtigste ist andere Attacken. Ich glaube, ich kaufe mal ein paar Tränke. Kann, glaube ich, nicht schaden. Ja. Pokebälle haben wir noch genug. So, Pokewiki. Abra. Oh, du gibst Abra ein und nicht Gandalf. Wieso sollte ich Gandalf eingeben? Weil ich Gandalf gesagt habe. Na und? Hätte doch sein können. Auf Level 16 wird es Kadabra. Ja, das hatte ich mir schon gedacht. So, Attacken. Vierte Generation? Ja. Durch Levelanstieg erlernt es gar keine. Okay, das heißt, bis Level 16 ist es Deadweight. Das Einzige, was es mir bringt, wenn unsere Pokémon relativ erledigt sind, ne? Kann ich ganz schnell zum Pokémon Center zurückkehren. Oh mein Gott, Teenager Philipp! Oh mein Gott. Dafür Kadabra lernt Konfusion, Aussetzer, Wunderauge, Zystrahl. Ja, und wann entwickelt sich noch... genau, Kadabra entwickelt sich zu Simsala durch Tausch. Genau. Ich wollte gerade sagen, wann entwickelt sich auch im Moment? Da werden wir dann noch gucken. Ich werde auch gucken, wann wir es dann am besten entwickeln, ne? Da werde ich dann einfach mal meine Platin rauskramen und rübertauschen. Oh nein, er setzt Geduld ein. Shit. Günther, du musst schneller töten, ansonsten muss ich wirklich John Cena opfern. Nein! Moment, er hat jetzt noch eine Runde. Ich wechsle wirklich gerade lieber in John Cena, weil ich nicht wirklich angreifen will, ne? Ja. Und erstmal gucken, wie viel Schaden das macht, wenn ich jetzt John Cena vorbei. Irgendwie möchte ich John Cena auch nicht verlieren. Oh. Vielleicht hätte ich lieber jetzt mit Heuler angreifen sollen, aber ich glaube, Günther überlebt das. Er hat noch nicht sehr viel Schaden gemacht. Okay, das war mehr, als ich eigentlich wollte. Das war mehr, als ich insgesamt wollte. Noch. Und er setzt nochmal Heuler ein. Okay, wir müssen jetzt weiter an dem... Okay, er setzt wieder Geduld ein, aber er ist dahin tot. Vielleicht hätte ich ja nicht auswechseln sollen und nochmal Heuler, aber ich meine, das hätte sowieso keinen Unterschied gemacht, da Geduld darum geht, wie viel Schaden du machst. Echt? Ja. Ach ja, ja, stimmt. Und als letztes Pokémon hat er noch Zubat. Der Horror aller Pokémon-Trainer. Ich würde auch gerne Julia trainieren, weil an sich ist Julia gerade das praktischere Team in unserem das praktischere Teammitglied in unserem Team. Wollte ich gerade sagen, es ist das praktischere Team? Ja, Julia ist ein ganzes Team, wusstest du noch nicht? Ja. Julia ist so toll, dass das ein ganzes Team ist. Autsch, meine Pokémon. Da werde ich auf jeden Fall losgehen und grinden müssen, was bei Abra verdammt nervig wird. Yay. Ich glaube, ich gehe nochmal los zum Pokémon Center heilen. Und ich glaube, ich brauche gerade länger dorthin zu kommen zum Pokémon Center, indem ich Teleport benutze, als wenn ich es irgendwie anders mache. Aber wir werden auf jeden Fall nach diesem Part eine Grinding-Montage haben, wo ich dann losgehe und Julia und so hochlevel. Yay. Und ja... Wir versuchen jetzt erstmal nach Erzlingen zu kommen und dann werde ich wahrscheinlich nochmal zurückrennen, weil ich weiß noch nicht wirklich, Abra, da werde ich sehr viel Switch-Training betreiben müssen.
Bis es dann endlich mal Level 16 wird. Also das wird eine Weile dauern, deswegen halte ich gerade sogar John Cena noch für ein besseres Teammitglied als Abra. Oh mein Gott. Ja, ich hab's gerade gesagt. Okay, dann gehen wir da entlang. Ich will, ich lasse erstmal noch Abra vorne, denn ich will wirklich Abra trainiert haben. Oh nein, er hat einen Shinox. Now I'm really, really scared. Detlef hat einen Shinox. Oh mein Gott. Ich sollte wirklich mal rangehen und grinden. Weil ich würde liebend gerne Julia reinwechseln, ne? Aber es muss jetzt gerade mit Günther. Setz Tackle ein. Mal gucken, kann er schon Donnerschock oder so? Ich hoffe nicht. Na, bisher setzt er nur Tackle ein, also kann er höchstwahrscheinlich nicht. Und da wir Blubber einsetzen, müssen wir auch keine Angst vor der Statik haben. Er setzt weiter Tackle ein. Nein, sieht gut aus für Günther. Sieht wirklich gut aus für Günther. Noch. Ist Günther nicht süß? Ja. Einzige Problem ist echt, durch das Switch-Training und dadurch, dass unsere anderen Pokémon kaum was machen können bisher, ne? Sitzen wir echt immer noch daran, einen Günther zu wechseln und dann quasi nach jeder, nach jedem Treffen müssen wir erstmal in ein anderes Pokémon wechseln. Dann müssen wir erstmal wieder zurück zum Pokémon Center rennen. Weil ich habe auch nicht genug Kohle, um mir so viele, um mir viele Dingens zu kaufen. Aha. Tränke. Ah. Aber ich glaube, ich werde erstmal Julia trainieren, ne? Ja. Denn sie kann ja wirklich noch was machen. Im Gegensatz zu Gandalf. Ja. Gandalf kann da ja wirklich echt gar nichts machen. Nee. Außer Teleport, was es ja total bringt. Yay, Teleport. Ja. Nord. Yeah. Deswegen. Deswegen werde ich da wirklich, glaube ich, lieber erstmal Julia ein bisschen noch trainieren, wenn wir durch sind. Ich dachte auch, na gut, dann auf dem Weg, dann werde ich halt ein bisschen Zane trainieren, ne? Aber nein, dann verlieren wir im letzten Part an einen scheiß Crit. Bevor ich den Leiter der Pokémon-Arena herausfordere, werde ich meine Fähigkeiten an dir testen. Okay. Schauen wir mal, was du drauf hast, Teenager Sebastian mit seinem Macholo. Julia, bist du schon zur Hälfte Gift? Julia ist schon zur Hälfte Gift. Yay! Nun bin ich... Das ist gut, oder? Ja, weil Gift widersteht Kampf. Yay! Ist die Frage, hat es Tackle oder so, weil... Okay, wie hoch ist deine Verteidigung, Julia? Du hast eine Verteidigung von 8, mal so als Vergleich. John Cena hätte 7, Günther hätte 16 und Gandalf hätte 6. An sich wäre ich bereit, drinnen zu bleiben, aber ich habe echt irgendwie Angst. Vor allem, weil Julia nicht wirklich killen kann, ne? Setz Fußkick ein. Weil ich, Julia... Ich hätte erstmal ein paar Mal Wachstum einsetzen müssen, dann hätte Julia überhaupt eine Chance gehabt zu killen. Yay. Okay, ich werde noch einmal angreifen. Wenn er nochmal Silberblick macht, werde ich auf jeden Fall in Julia wechseln. Yay. Und erstmal gucken, wie viel Schaden macht er jetzt hier, Günther. Okay, das geht noch. Noch geht es. Noch. Er kriegt den Initiative-Drop, das ist schon mal ganz gut. Da kommt noch ein Silberblick. Nee, das ist mir irgendwie gerade ein bisschen zu riskant. Julia wieder... Wobei, warte, Gandalf hatte 6, ne? Glaube. Ja, okay, Julia hat die größere Verteidigung. Weil Gandalf widersteht ja auch einem Fußkick. Julia widersteht ihm relativ gut. Super. Können wir eigentlich mal Absorber machen, weil ich glaube nicht, dass es irgendwas hat, was stark gegen Julia wäre. Aber wir sehen, Julia macht so gut wie gar keinen Schaden. Yay! Ich glaube, ich kann nochmal Absorber machen. Wir sehen, Julia ist ja schnell auf jeden Fall nach dem Speed-Drop von dem Blubber. Er setzt nochmal Silberblick ein. Okay, Julia tötet Macholo. Yeah!
Team! Weil Macholo ist nicht schneller und Julia ist jetzt auch wieder bei vollem Leben. Hat es zwar bei minus 2, aber es widersteht noch, ne? Ja. Okay, Julia kriegt 63 Erfahrungspunkte. Reicht es aus für ein Level Up? Es reicht aus für ein Level Up. Julia ist hiermit offiziell Level 5. Yeah. Fast Level 6. Und Günther erreicht jetzt Level 11. Yeah. Und er lernt Nassmacher. Ganz ehrlich, Nassmacher ist an sich eine sehr gute Attacke, wenn man sich so überlegt. Oh ja, in so einem Team, das eine riesige Feuerschwäche hat, ist Nassmacher gar nicht dumm. Mm. Einzige Problem an der Sache ist, ne? Mm. Seien es mal echt, die meisten Pokémon, die Nassmacher erlernen, ne? Mm. Die haben sowieso immer eine Feuerresistenz. Ja. Und... ja, wie gesagt, es wäre zwar im Doppel einigermaßen praktisch, aber ich glaube, selbst da würde ich jetzt nicht unbedingt losgehen und mein... Oh shit, macht Bidiza viel Schaden. Nicht gut. Es setzt wieder Heuler ein, gut. Ansonsten wären wir nämlich in Crit-Gefahr gewesen. Aber ich dachte mir, komm, versuchen wir es nochmal mit Absorber, weil es muss ja nicht unbedingt jetzt gleich ein Crit sein, ne? Mhm. Aber selbst nach einem Wachstum machen wir viel zu wenig Schaden. Okay, ich gehe rüber in Günther. Und danach gehen wir doch lieber wieder zurück ins Pokémon Center und heilen unsere Pokémon. Wir kommen hier nur langsam voran, aber lieber langsam und bedächtig, als dass wir hier durchs Spiel rennen, meiner Meinung nach. Genau. Und wir wollen es ja hier genießen. Deswegen können wir ja mal so ein bisschen uns über irgendwas unterhalten. Okay. Was ist eigentlich deine Meinung dazu, dass Nintendo Europa hasst? Fickt euch! Ehrlich, wir sind in einer Welt von globalem Marketing, ne? Ja. Jede Scheißfirma kriegt es hin, einen weltweiten Release zu machen. Oder ja, aber wenigstens Tage nur dazwischen. Schatz. Ja? Nintendo kann es sich aber auch erlauben. Wobei, nein, können sie es nicht. Also bisher fahren sie Verluste ein. Sie haben zwar genug Geld, aber sie fahren immer noch Verluste ein. Stimmt, also so gesehen können sie es nicht sich nicht erlauben. Damit. Richtig, das Einzige, was man sich so denken kann, ja gut, dann ist der Hype halt größer, weil die ganzen anderen schon spielen, aber trotzdem sind wir alle angepisst. Ja. Ich meine, gut, bei Smash Bros. Können sie sich erlauben, ne, dass wir das einfach mal 2 Wochen später kriegen. Als... Oh. Ich will gar nicht wissen, wann die Japaner das kriegen. Wahrscheinlich morgen. Ich habe keine Ahnung, wann die Japaner... Wahrscheinlich schon heute Nacht. Ja, Surprise Release. Ja. So mit der Nacht, alles Gute. Ja, ganz ehrlich, ich bin schon fast, vor allem weil Nintendo auch immer auf ihren Scheiß-Konsolen ihren Scheiß-Region-Lock haben, ne? Dass ich dann nicht mal auf die Idee käme, dass ich nicht mal auf die Idee kommen kann, ach ja, komm, ich gehe jetzt einfach los und, kauf mir das Spiel aus Japan, ne? Hm. Nö, wenn ich mir das Spiel aus Japan kaufen will, muss ich mir auch noch einen japanischen 3DS kaufen. Und das finde ich so bescheuert. Ja, vor allem der alte DS hatte keinen Region-Lock. Wenn ich mal auch meinen alten DS benutze, ne? Ich könnte einfach losgehen und mir aus Japan irgendein Spiel bestellen und ich kann es ohne Probleme auf dem spielen. Außer, dass ich ihn letztens ein bisschen kaputt gemacht habe und somit der Bildschirm jetzt total schräg hängt. Yay. Das war irgendwie total komisch, wie der da kaputt gegangen ist. Nur weil ich mich da so ein bisschen mit dem Ellbogen draufgestemmt habe, weil ich nicht mehr gewusst habe, dass er da im Bett lag. Aber vor allem, der lag doch auf der weichen Decke. Warum hat er da nachgegeben? Was weiß ich? Ich meine, wenn du es dir überlegst, ne? Er liegt auf der weichen Decke. Alter, wir könnten jetzt dieses Speedy-Zach fangen. Tja. Er liegt auf der weichen Decke, ja gut. Ich stütze mich quasi darauf ab, ne? Mhm. Aber ich meine, die Decke gibt doch nach. Das ist ja nicht so, als wäre ich da irgendwie auf Betonboden und ich hätte da drauf gedrückt, ne? Mhm. Deswegen, das verstehe ich nicht. Naja, er funktioniert immer noch. Ah, du willst doch mit uns kämpfen. Dammit. Schatz, das ist ein Mädchen. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Toll! Ich suchte nach Pokémon. Ja, ich suchte auch nach Pokémon. Oh, guck mal, die hat... Hey,
Pokémon ist eine Sucht. Ja. Ja, Pokémon ist eine Sucht, aber Pokémon macht auch einfach so viel Spaß. Wobei, dieser Satz wäre echt lustig so. Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Ja. Willst du mit mir zusammen suchten? Nein. Schade. Ich kann auch noch... Ne, so, ich wollte gerade was anderes. Bayonetta kam, kommt ja auch mal, Bayonetta 2 kam ja auch mal wieder früher in Japan raus. Ne? Ach, Schatzi. Die Japaner kriegen auch mal wieder ein exklusives Turnier in Pokémon XY. No. Ich hätte so gern bei dem Tournament Shoe mitgemacht. Schatzi? Ja. Ich habe heute mal bei GameStop nachgefragt, ne? Ja. Wenn ich 2 Spiele von dieser Eintauschliste mitbringe, am Release von Evil Within. Ja. Beziehungsweise, wenn das Spiel da ist, kriege ich das Spiel umsonst. Okay. Ja, aber ich habe schon 10 Euro angezahlt. Das heißt, ich krieg so gesehen noch einen Cent wieder. Toll. Okay, sie hat auch ein Abra. Sie hat auch ein Gandalf. Oh mein Gott. Und wir wissen, es kann nur... Teleport. Ja. Das heißt, wir können es in Ruhe fertig machen. Richtig. Witziges, wir haben ja vorhin gesprochen darüber, oder war es im letzten Part auf jeden Fall ein Nassmacher, ne? Ja. Die meisten Pokémon haben sowieso eine Feuerresistenz, ne? Mhm. Julia lernt Nassmacher und hat keine Feuerresistenz. Nur, warum sollte ich meine Runde damit verschwenden, die Stärke von Feuer zu senken? Anstatt einfach Julia auszuwechseln. Oh. Okay, was wolltest du jetzt erzählen? Aber bei der Eintauschliste ist auf jeden Fall Animal Crossing New Leaf dabei. Und auch Tomodachi Life, aber Tomodachi Life will ich nicht eintauschen. Willst du wirklich Animal Crossing New Leaf vertauschen? Ich spiel's eh nicht mehr. Und was ist mit mir? Vielleicht möchte ich es ja noch spielen. Willst du? Nein. Siehst du? Wenn ich wollte, ich könnte... Ich überlege echt auch Harvest Moon zu verkaufen. Wobei das Neue, das ist so toll. Schatz, wenn ich wollte, könnte ich es mir jederzeit einfach wieder für meinen 3DS runterladen, also... Schatzi? Mach mit Animal Scheiße, was du willst. Aber dann können wir es nicht mehr Let's Playen! Schatzi? Ja. Ach, machen wir eh nicht. Können das wir lieber Tomodachi Life Let's Playen. Hattest du noch deine überschüssige Pokémon Y-Edition? Nein, die hab ich verkauft. Verdammt! Verdammt! Und sie hat ein Knospi. Nein, ich verkaufe nicht selber Ocarina of Time. Das Spiel ist zu gut dafür. Ja, aber ich hab's für den GameCube mit Master Quest. Okay. Ernsthaft? Na, das Problem ist, wenn wir es Let's Playen würden, ne? Hm? Und ich weiß nicht, ob die Leute wollen, dass wir Zelda Let's Playen. Aber mal rein theoretisch, wenn wir es Let's Playen würden. Ah, es ist weitaus einfacher für uns, vor allem mit meinem zu kurzen Headset-Kabel, ne? Es ist weitaus einfacher für uns, das über vom 3DS zu Let's Playen, weil wir dann einfach, hier direkt am PC sitzen kann. Mm. Und es sieht einfach besser aus. No. Ne? Das muss man einfach sagen, auf dem 3DS sieht es besser aus als das, was ich auf dem als das, was noch damals auf dem GameCube, das war ja fast nur ein Emulator von vom Bla. Ja. Warum guckt Anton nach oben? Die haben hier echt irritierende Sachen. Solche 3DS, Luigi's Mansion. Meinen die jetzt dann Luigi's Mansion 2? Nein, die meinen Luigi's Mansion 1. Hast du nicht mitgekriegt? Für ein 3DS. Ja. Ja. Anton erlernt noch nicht Konfusion, oder? Ich weiß noch, was ich noch... was? Anton kann auf Level 8 noch keine Konfusion, oder? Ich weiß nicht. Egal, Julia hat gekrittet. Ich muss mal gucken, ob ich noch mal einen Nintendox irgendwo rumfliegen habe und es finde, weil dann habe ich nämlich 2 Spiele. Toll. Ja. Und Julia ist Level 9. Solange ich Animal Crossing noch wieder finde. Ja, ganz ehrlich, Leute. Melanie will unbedingt Evil Within haben, aber sie wird es nie spielen. Ich werde es spielen. Da oben muss irgendwas sein, oder? Ja, das ist noch ein Pokéball. Schatz, wie wär's damit? Wenn den Leuten die Idee gefällt,
machen wir daraus ein Let's Play, aber du spielst und ich kommentiere. Da wäre ich mal voll dagegen, weil ich keinen Bock habe, das zu spielen. Aber die Leute wollen es. Die Leute wollen es nicht. Doch, weil, weißt du, die können dann das Spiel begutachten, ohne dass ständig jemand die ganze Zeit auf Pause drückt, weil sie zu viel Angst hat. Trotzdem hören sie die Schreie von mir, weil ich die ganze Zeit so Schiss habe und mich die ganze Zeit so erschrecke und die ganze Zeit so dazwischen werde. Schatz, pass auf! Ah, Schatz, Schatz, nein! Nein! Da, was ist denn hier? Ah! Das will keiner. Doch, das will jeder. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr sowas haben? Ich meine, das ist auch der Grund, warum ich nicht Outlast mache, ne? Ich würde mich vielleicht noch wegen Jumpscares und so erschrecken, ne? Ich meine, dafür sind Jumpscares da. Ja. Ne? Das ist das Unerwartete. Ich habe mich beispielsweise auch mal in Zelda Ocarina of Time auf dem Friedhof erschreckt, ne? Weil urplötzlich eine Hexe hinter mir hier ein Geist hinter mir aufgetaucht ist. Ja, aber Schatz, du willst Outlast nicht Let's Playen, weil es für die Zuschauer langweilig wäre. Aber die hören ja meine Kommentare und du spielst. Und wenn du spielst, die sehen dann ja, was passiert. Nein, Schatz, ich will es nicht Let's Playen, weil es langweilig für die Zuschauer wäre, ne? Ja. Ich will es nicht Let's Playen, weil ich frustriert wäre, weil ich die ganzen scheiß Türen, Items und sonst was nicht finde. Ach, ich glaube Ja, es ist vom Resident Evil Macher. Es wird relativ linear sein, also da habe ich keine Sorge, aber es ist doch immer schön. Ich denke mal, es wäre doch mal interessant, wirklich so, sag ich mal, wie so ein Let's Play together. Der eine spielt und der andere macht Kommentar. Nee. Kann ich ja gleich, wir wechseln uns ab oder so. Könnte ich ja gleich Post-Commentating machen. Wie gesagt, meine Frage an die Zuschauer. Würdet ihr sowas sehen wollen, wenn ich kommentiere und ihr dann die ganze Zeit wahrscheinlich dann sowas hört? Schatz, pass auf, links hinter dir! Nein! Ah! Während Nils dann die ganze Zeit spielt, sodass ihr nicht die ganze Zeit auf Pause, auf den Pausebildschirm starren müsst, weil es so unheimlich für mich ist, dass ich kaum weiterspielen kann. Das heißt, kurz zusammengefasst, Nils würde spielen, ich würde kommentieren. Evil Within, es ist ein Horrorspiel. Und ich muss sagen, ich hatte schon auf der Gamescom so einen Schiss weiterzuspielen, dass ich wirklich die ganze Zeit in einem Raum verharrt bin und nicht weiterspielen wollte. Ich war auf der Gamescom angepisst, weil ich nicht mehr genug Zeit hatte, wegen dieser einen Stelle, wo ich an dem Scheißteil gestorben bin. Ich bin da an der einen Stelle gestorben, danach war noch so ein bisschen Bullshit, weil ich einfach nur noch schnell durchgespielt habe und dann in alle Gegner quasi reingerannt bin, ne? No. So, aber an der einen Stelle, ganz ehrlich, das war auch total unoffensichtlich. Oh, ich muss da oben auf einen Schalter schießen und nicht auf das Seil, das hier um mein Bein ist. Ich finde, ich hätte das Seil beschießen können sollen. Schatzi? Ja? Wobei ich sagen muss, ich könnte vielleicht sogar noch ein bisschen spielen, solange da nicht sowas kommt wie diese Stelle mit Kayaku-Tussi, ne? Weil da, ich glaube, das könnte ich nicht. Aber sonst... Ein igelnagelneuer Poketch! Und ein ungelenkt wirkender Reisender. Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Daher schenke ich dir diese versteckte Maschine. VM06, was ist es? Blitz oder so, ne? Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer. Okay. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anzuwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzeling. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Genau, was mir jetzt gerade wieder einfällt, ne? Du hast mich gerade voll auf ein Konzept gebracht und jetzt redest du einfach weiter. Ich finde dich so scheiße. Sorry, aber ich will hier auch gerade darüber reden, was wir da haben. Scheiße, jetzt habe ich hier weggedrückt, was die Sache hat. Die sagt sowieso nur Scheiße. Was mir hier gerade einfällt, das Blödeste ist ja noch, wir spielen hier vierte Generation, ne? Ja. Das heißt, wir brauchen VMs. Toll. Nee, aber, was mir auf der Gamescom aufgefallen ist, sobald ich nicht mehr jetzt ganz so laut das gehört habe, ne, sondern den Kopfhörer mehr um die Schulter hatte, sodass ich nur noch ganz leise das alles höre, ging es eigentlich. Ich habe auch sogar mit Kopfhörern auch sogar recht viel gespielt. Nur es gibt einfach so Stellen, da denke ich so, nee, ich will nicht. Das ist mir zu unheimlich. Und da finde ich dann besser, wenn wir dann zusammenspielen könnten, weil dann kann ich einfach sagen, Schatzi, mach du das doch eben kurz. Und dann spiele ich weiter. Nee.
Warum nicht? Nee. Deswegen will ich das Spiel ja auch haben, weil ich glaube gar nicht mal, dass ich so wenig spielen würde. Ich würde wahrscheinlich ein bisschen spielen, nur wahrscheinlich an manchen Stellen würde ich wahrscheinlich so sagen, nee, das mache ich nicht. Da könnt ihr mich alle mal am Arsch lecken. Moment, wenn das Level 8 Shinox noch nicht Donnershock kann, dann wird das Level 7 Shinox auch nicht Donnershock können. Nee, aber wie gesagt, ihr könnt. Och, ja come on, Julia! Darf ich geben kurz zu Ende rein? Darf ich mich erstmal darüber aufregen, dass Julia Stachelspore verfehlt? Weißt du, ich dachte, wir machen das hier zusammen. Ja, aber wenn da gerade was passiert, dann möchte ich mich auch darüber aufregen und nicht erst in einer Stunde. Erzähl weiter. Jetzt habe ich den Faden wegen dir verloren. Ich habe mich darüber aufgeregt, dass Julia es nicht schafft, zu treffen. Das hilft mir nicht weiter. Ja, ich wollte es noch mal sagen. Könntest du mal eben kurz den Mund halten? Nein. Auf jeden Fall. Deswegen schreibt doch dann einfach in die Kommentare, was ihr denkt. Würdet ihr es gerne sehen, wie Nils und ich zusammen wie Melanie spielen? Wie Melanie The Evil Within spielt? Nein, wie wir beide zusammen, beziehungsweise der Nils spielt, ich kommentiere. Wie oder Melanie einschließlich Evil Within spielt. Oder ich auch mal zwischendurch spiele. Könntest du mal aufhören, mich immer zu unterbrechen? Nein. Meine Fresse! Du regst dich immer so sehr darüber auf. Ja, weil es mich ankotzt. Was? Jedes Mal! Ganz ehrlich, jeder andere würde auch in so einer Stelle da unterbrechen. Aber dich kotzt sofort an, wenn du nicht deinen Satz aussprechen kannst. Red doch einfach weiter. Apropos! Ich kann nicht weiter! Apropos! Nicht Scheiße! Oh, und was kriegen wir für ein scheiß Pokémon? Zubat! Ist doch logisch, wir sind in einer fucking Höhle. Ich hab wenigstens auf einen Kleinstein gehofft. Nö. Trotzdem soll ich dich mal die ganze Zeit unterbrechen? Du hast dich letztens auch darüber aufgeregt. Ja, weil du mich ständig unterbrochen hast, während ich ja vorgelesen habe. Ich wollte vielleicht ein bisschen authentisch sein. Was ist das authentisch? Ach, come on! Du kennst dich mit sowas wahrscheinlich doch nicht so gut aus. Der Crit ist es. Pech! Danke, Julia. Danke, dass du dich doch mal dazu entscheidest, zu treffen. Hätte Julia die ganze Zeit nicht getroffen, hätten wir gerade den Kampf gar nicht gewonnen, du Dödel. Ja, aber sie verfehlt immer die erste Stachelspore bisher. Tja, Stachelspore trifft ja auch nicht so 100%. Ja, trotzdem, immer direkt die erste. Lass es! Ist doch Julias Sache, wann sie trifft. Nein. Doch. Ich sag, sie hat immer zu treffen. Okay, Zubat, Du bist nicht ihr Boss. Ich bin ihr Trainer, also bin ich ihr Boss. Nö. Doch. Wir nennen das auf jeden Fall nicht wieder Bruce. Ich nenne es Batman. Nein, das ist mir zu offensichtlich. Batman weißt du, ist zu einfach. Warum wir damals das Pokémon Bruce genannt hatten, weil du nicht wolltest, dass es Batman heißt. Richtig, deswegen, Batman ist mir zu einfach. Es wird zu einem X-Bud, ne? Nee, es tut nur so. X-Bud ist Ninja-mäßig. Findest du? Ein bisschen. Naja. Nicht wirklich. Hast du einen Vorschlag? Sehe ich so aus? Ja. Nenn es Hawkeye. Warum Hawkeye? Was weiß ich? Das passt nicht mal. Leck mich! Dann denk du dir einen Namen aus. Die gefallen sowieso nie, die ich vorschlage. Deswegen, warum fragst du mich überhaupt? Ja, aber Hawkeye, das passt doch nicht auf so einen X-Bud. Wieso? Es hat gute Augen. Tats. Okay, X-Bud hat Augen, aber weißt du, Zubat hat nicht mal Augen. Tja. Das wird jetzt peinlich. Aha. Weil ich gerade überlege. Und überlege. Ich hatte gerade was. Nee, Flutter ist doof. Flutter das X-Bud? Das
Was erst mit einem Flug-Pokémon? Kennst du einen Wrestler, der dich an... ich hab eine Idee, Aha. Überschall. Ja, weil X-Bad ein recht schnelles Pokémon ist. Und es, glaube ich, sogar Schallwelle kann, oder wie auch immer. Richtig. Das heißt. Ich nenn's Überschall. Und einfach nur, damit wir mal einen Umlaut drin haben. Mhm. Okay. Ja, okay. Ich meine jetzt, ich könnte jetzt einfach losgehen und mich nochmal zurück teleportieren, aber ich meine, wir sind jetzt direkt vor Erzling und wir wollten ja in Erzling den Part beenden. Verdammt, mir fällt jetzt gerade auf, ich hätte mich einfach um die Tussi herumschleichen können. Tja. Dammit! Tja. Egal, sie hat nur ein Bidiza. Das sollte Julia schaffen, auch wenn es Level 9 ist. Ja. Sollte. Ich werde gar nicht erst auf die Idee kommen, Stachelspore einzusetzen, weil Julia verfehlt die sowieso immer. Tja. Hast du schon mal daran gedacht, das in der zweiten Runde zu versuchen? Okay, ich versuche jetzt mal mit Stachelspore. Ich hasse dich, Julia! Ich hasse dich! Ich hasse dich! Zweimal daneben! Danke! Danke, Julia! Bitte gern geschehen. Zum Glück kann sie Absorber an sich nicht verfehlen. Aha. Ja, 100%, also es ist relativ unwahrscheinlich, dass Absorber verfehlt. Ganz ehrlich, haben Bidizas irgendwie eine Fähigkeit, irgendwie so hier... Diese eine Fähigkeit, die auch Kapunus und Flampiviane haben. Ah. Die deinen Angriff erhöht, aber die Treffergenauigkeit senkt. Keine Ahnung. Weil irgendwie so ziemlich alle Bidizas, die wir getroffen haben, verfehlen mit hoher Wahrscheinlichkeit Tackle. Ich weiß, Tackle hat nur 95%, aber trotzdem, sehr oft haben wir im Bidizas das Tackle verfehlt. Seltsam. Ein Fall für das Galileo Mystery Team. Richtig. Dass es nicht mehr gibt. Echt nicht? Ich glaube nicht. Galileo ist ja jetzt nur noch hier. So Wissensshow mehr. Ja, die machen trotzdem genug dämlichen Scheiß. Ja, aber ich glaube das nicht mehr. Echt nicht? Schade. Was willst du? Sieh mal an, ein Trainer, aber wie? Wie geht das denn? Du hast ja gar keinen einzigen Arena-Orden. Dagegen müssen wir sofort etwas unternehmen. Weißt du was? Ich bring dich zur Pokémon-Arena. Ach nee, danke. Die würde ich auch selber finden. Ich bin nicht blöd. Oh nein, da steht er schon davor. Wehe, du willst wieder gegen uns kämpfen. Oh, da steht ja jemand schon und wartet. Ja, ja, ja. Geh mir am Arsch vorbei. Geh mir am Arsch vorbei. Ich will ins Pokémon-Center Pokémon heilen. Part beenden, grinden und alle sind glücklich. Yay. Auch wenn Gandalf nicht wirklich Action kriegen wird in den nächsten 37 Parts. Bis es irgendwann mal Level 16 ist. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat der heutige Part gefallen. Wenn euch gefallen hat, ihr es noch nicht getan, drückt auf Gefällt mir, schaltet das nächste Mal wieder ein und schreibt, was Melanie meint, in die Kommentare. Ansonsten, bis dann. Bye.